So, mein Lieber. Ja. Heute haben wir einen ganz besonderen Gastgeber, nämlich Martin Greichen. Das Spannende ist... Greichen wie der Landrat. Wie der Landrat, genau. Aber richtig. Nicht verwandt und nicht verschwägert. In der Tat. Und spannend an Martin ist, dass er Leiter der Ökostation Borna ist und gleichzeitig Jäger, Angler, Hundeführer. Ja, und ich bin echt gespannt. Das wird, glaube ich, interessant. Weißt du, wo die eigentlich sind? Nee, aber du wirst, es Borna wissen. Und die Einheimischen, die Sachsen, nennen das auch liebevoll Zwiebelborne. Die Eingeborenen. Weil früher wurden hier tatsächlich um Borna viele Zwiebeln angebaut. Spannend ist ja auch hier die ganze Landschaft. Das ist ja Tagebau-Folgegebiet. Richtig, Braunkohletagebau war. Und ich sag's dir, hier sind schon viele Männer gestorben. Okay, dann versuchen wir hier eben aus der Nummer rauszukommen heute, würde genau. ich sagen, oder? Heute wird es eher wahrscheinlich für Schwarzwild und Rehwild brenzlig. Ja. Wir werden das hier gut überstehen. Wir haben ja hier einen dabei, der sich wirklich auskennt, der weiß, wo man hingehen darf und wo man nicht hingehen darf. Hier gibt es ja auch Ecken, dann kann man wirklich verschwinden. Ja, das müssen wir nicht haben. Nee, brauchen wir nicht. Naja, und Martin hat ja hier auch ein Revier gepachtet, da werden wir dann nachher hinfahren. Aber jetzt gucken wir uns das hier erstmal an, auch ein bisschen, was er hier beruflich macht, will er uns ein bisschen was zeigen. Ja, super spannend, ja. Und ich glaube wirklich, die Kombination aus Jäger und Naturschützer... Hat man nicht so häufig. Also wir sind ja alle Naturschützer, aber beruflich Naturschutz und Jäger ist eine spannende Kombination. Und ich glaube, wir sind richtig, guck mal, da kommt doch schon raus aus der Aussichtshütte. Oh, tatsächlich. Das Handy am Ohr. Wir sind nicht verkehrt, wir sind nicht falsch gefahren. Wir sind da. Was für eine coole Ecke hier. Ach, herrlich. Traumwetter, ey. Oh. Hallo. Na? Ja. Weidmanns Hai. Vielen Dank für die Einladung, Martin. Danke, ja. Danke. Und? Ja, lange gewartet, oder? Schönes Wetter. Ein bisschen schon, ja. Wir haben aber auch richtig den Frühling mitgebracht, ne? Das ist wohl wahr, ja. Wunderbar. Das kann man echt... schon gleich eine Arschbombe reinmachen hier. Ja. Zu flach. Ja. Zu flach. Ja, aber sieht ja traumhaft aus. Was ist das jetzt hier konkret, was wir hier sehen? Ja, das ist ein sehr bekanntes FFH-Gebiet hier in der Region Borna. Mit einem sehr schönen Schilfsaum, alter Aschespülbecken, also ein Relikt aus dem Braunkohlebergbau. Ah, Braunkohle. Oh, Rohrdommel, habt ihr gehört? Der Moochse. Du bist ein Rohrochse, bist du. Wer kennt sich aus? war doch eine Rohrdommel, ja, oder? Ja, war eine Rohrdommel, ganz genau. Und was große ist das hier? Schilfrohrsänger? Ja, Schilfrohrsänger hören wir hier. Machen wir jetzt erstmal ein Quiz, oder was? Jetzt schon. Nee, Hammer, das ist ja eine super schöne Ecke hier. Ja. Schöner Arbeitsplatz. Ja. Das stimmt wohl, wenn man genießen kann. Ja. Ja. Und sag mal, ihr habt jetzt hier auch sozusagen Aktien drin gehabt. Also ihr habt hier jetzt auch mitgearbeitet, ja? Genau, meine Vorgänger haben sich dafür eingesetzt, dass eben 2 von 4 Aschespülbecken erhalten bleiben, weil sie damals schon für die nordischen Gänse vor allen Dingen ein wunderbares Areal waren, ne? Ah, okay. Als Fassplatz. Weil die auch flach sind dementsprechend, genau, ne? Oder schön was, flach sind, ne? Viel Nahrung. Ausgedehnte Bereiche im Umfeld für Nahrung und so weiter. Und also. Hier sind jetzt auch überall Elektrodrähte. Was genau, ist was sind das hier für Drähte? Ich hoffe schon, ich wollte jetzt nicht prüfen, ist da Saft drauf? Darf ich da mal dran pickeln oder ist das eine schlechte Idee? Probier's. eher schlecht. Ja, wenn man so ein Areal offen halten will, also wir wollen hier halb offen Land erhalten, dann muss halt eben irgendwie eine Pflege stattfinden und wir machen das halt hier eben durch die Wildpferde. Ne? Ach, was sind das für welche? Konix. Konix. Polnische Rasse, relativ klein. Sollen auch gut schmecken, habe ich gehört. Kann sein. Ja. Und wenn man das jetzt nicht machen würde, dann würde also, weil man eben auf dem Weg hierher gesehen, diese Buschlandschaft würde also einfach Sukzession, würde einfach zuwachsen. Würde zu Wald werden letztendlich. Und dann für die Artenvielfalt wäre das abträglich sozusagen. Ja. Also es ist halt Kulturlandschaft, ne, was wir erhalten. Ne? Irgendwann wurde mal ein Tier in den Wald getrieben, da ist eine Wiese entstanden und das bringt natürlich auch einen Punkt für die Biodiversität mit sich. Ja. Ah, okay. Jetzt haben wir da oben so eine schöne Hütte. Ja. Ich würde vorschlagen, wir würden uns mal stärken und von dort oben sehen wir dann stärken? Noch ja, ein bisschen stärken. Ach nein. Oh, hier, das ist Sachsen. Die Gastfreundschaft wird hier ganz groß geschrieben. Ja, coole Nummer. Ja, dann folgen wir dir. Ja, dann machen wir's. Wir folgen dir unauffällig.
Jetzt haben wir über Kreuzkröte, Wechselkröte gesprochen. Wir stehen hier in deinem Revier. Ja. Gibt es denn hier auch Wild? Ja, also es ist reichlich Rehwild da. Ne? Besiedeln die Lebensräume hier, liegen in diesen Schüttrippen drin tagsüber und ziehen dann dort durch die Goldruten, Fluren und so. Mhm. Schwarzwild ist natürlich da, klar. Mhm. Und Niederwild, Hase. Nur, was essen die? Ja, es gibt ja eben die Kippenbegrünung hier. Ne? Die ist künstlich? Genau, oder? Die werden quasi gedrillt, um die Bodenverbesserung durchzuführen. Und das ist natürlich, sind natürlich die klassischen Arten, die man auch in den Wildacker einbringen würde. Also Waldstaudenrocken oder Luzerne. Und das ist natürlich Kleearten. Und das ist natürlich ein Essungsangebot, sondersgleichen. Ja. Macht uns natürlich neugierig. Ne? Ja. Wir wollen hier heute auch ansitzen gehen. Ja. Unbedingt. Tja. Unbedingt. Dann müssen wir jetzt aber noch mal klären, wer mit ihm mit darf. Das stimmt. Du hast dir was überlegt? Ja, ich würde sagen, ihr schätzt mal ein, wie hoch die Kühltürme sind vom Kraftwerk Lippendorf. Oh. Und wer näher dran liegt, geht mit mir mit. Oh Gott. Schätzen. Ich könnte dir so auf den Meter genau sagen, wie weit es weg ist, aber wie hoch die sind. Okay, pass auf, ich sage 148,75. 149. Ja, genau. Ganz knapp. Und, okay, jetzt. Ja, also du gehst mit mir mit, ne? Nein! Im Ernst? 174 Meter. Ja. Echt? Oh! Ja. Also wenn er nicht, also ich hab erst überlegt so und dann hat er hoch angefangen. Ich hätte deutlich darunter angefangen, aber dann habe ich gedacht, nee, gehst lieber einen höher. Ja. Ja, cool. Okay, dann machen wir uns auf die Socken, ja? So machen wir's. Alles klar, perfekt. Auf geht's, Männer. Wir wollen jetzt gerade los zum Ansitz und wir reden noch drüber, dass in der Mondlandschaft, man kann sich nicht vorstellen, dass hier wild ist. Sind schon im Abhauen, kommen hier aus so einer kleinen Rippe, die du beschrieben hast, 5 Stücke Rehwild raus, jetzt das 6. Müssen wir den Plan umschmeißen, dafür sind wir auch da, schnell kombinieren bei der Jagd. Ja. Was machen wir jetzt? Ich denke, es sind geeignete Stücke dabei, auf jeden Fall Schmalrehe und ich würde sagen, wir versuchen es mal anzugehen. Also ihr beide versucht es anzugehen, ja. Der Kameramann geht mit, ich halte hier die Stellung. Du filmst von oben. Ja. Schnell die Kanone holen und dann gucken wir. Ja, besser wird die Chance nicht. Die stehen alle im Grün. Tatsächlich. Alle rechts sind im Grün, tatsächlich. Ist weiblich. Weiblich. Ja. Ist aber echt schmal. Könnte ein Schmalreh sein, ja. So, wenn wir da rankommen und wir können das eindeutig ansprechen, dann ist das auch gut. Ja, also, genau. Egal. Und wenn es abspringt, haben wir noch 6 Chancen. Ja, wenn die sie nicht mitnimmt, ne? Wo ist das eine Reh hin, ey? Ja, mal den von der Kippe verschluckt, ne? Das ist Jagd. Ja, hast du ja schon angekündigt, ne? Das sieht auch von Weitem nicht so, sagen wir mal, wellig aus. Und wenn man ein bisschen den Winkel verändert, hat man keine Orientierung mehr, ne? Immer wieder Schluchten und den Hügel kannst du immer wieder anders aussehen. Du läufst ein paar Meter und es sieht wieder anders aus. Genau, ne? Und du kannst ja keine Orte mehr. Genau, wir warten wir hier unten wahrscheinlich einen Schmalreh. Ja. Ne? Und ziemlich wahrscheinlich, ja. Ziemlich wahrscheinlich, aber konnten jetzt auch nicht weiter, weil der Sprung, die anderen haben sich hintergetan und Eugen hier rüber. Ja. Haben wir keine Deckung gehabt, ne? Genau, die sind auf die Esungsfläche gezogen, haben es niedergetan und wir sind ja voll im Gegenhang. Dementsprechend lassen wir es jetzt, bevor wir ihn vertreten, ne? Machen wir nicht mehr Unruhe und ja, gehen wir zum Ansitz. So machen wir es.
schön hier, guckt man auf die Kippe, gutes Plätzchen. Was mich natürlich interessieren würde, ist, wie bist du zur Jagd gekommen? Wie lange hast du einen Jagdschein? Bist du familiär vorbelastet? Mhm. Wie kam das? Zur Jagd bin ich eigentlich durchs Angeln gekommen, was ich schon seit Kindheit Beginn mit meinem Vater betrieben habe. Der hat dann irgendwo 2010 einen Jagdschein gemacht und hat mich dann auch mit auf Ansitz genommen und ja, irgendwie hat es mich auch gekriegt. Letztendlich, klar, habe ich irgendwo Naturschutz studiert und beschäftige mich ja mit Naturthemen und da war das nur logisch, dass ich dann auch einen Jagdschein mache und den habe ich 2015 dann erstmals gelöst. Ja. Und das Revier hier, wie lange hast du das gepachtet und wie groß ist das? Genau, also das Revier hier habe ich 2019 gepachtet. Da waren die Bedingungen aber noch völlig anders. Ne? Also da war einfach nur so ein kleinerer Randstreifen verfügbar und der Rest war ein ganz, ganz tiefes Loch. Also jetzt ist es auch noch so, dass jagdbare Fläche 179 Hektar sind und das Gesamtrevier aber 400 Hektar groß ist und der Rest ist halt Betriebsgelände. Ne? So, ich habe jetzt meinen Hochsitz erreicht, eine kleine Kanzel. Hinter mir ist ein kleines Wäldchen, Birken und Eichen mit Himbeere, bisschen Brombeere und vor allen Dingen jede Menge Orchideen. Habe ich gestaunt, Orchideen, viele verbissen vom Rehwild, sagt der Martin. Die scheint das zu mögen. Links neben mir ist eine Schneise, da kann ich ungefähr so 60, 70 Meter gucken. Eine Salzlecke, eine Kürrung. Vor mir habe ich eine kleine Fläche, Kiefer, bisschen Weißdorn, Birke. Kann da aber ganz gut reingucken. Dahinter fällt es steil ab, also Richtung Kippe. Ne? Sieht ein bisschen aus wie ein Krater, ne? Der Gorongoro-Krater. Es sieht nicht viel anders aus. Das ist dieselbe Fläche, auf der Florian vor uns versucht hat, das Rehwild anzupirschen. Mit ein bisschen Glück kommen die Stücke vielleicht hier hochgezogen. Es kann aber auch von links, von rechts, eigentlich kann von überall Rehwild kommen. Was ja irgendwie schräg ist, Jäger und Naturschützer sind sich ja nicht immer grün, um es mal jagdlich zu formulieren. Ja? Was ist da der Grund dafür? Und es ist ja unnötig eigentlich. Ne? Und was kann man vielleicht tun, dass man mehr Hand in Hand arbeitet? Also ich denke, der Hauptgrund dafür, dass das Verhältnis so oder dass das Verständnis nicht da ist, ist einfach die Unwissenheit über die Jagd. Ne? Das, was medial oder was generell bekannt ist über die Jagd, ist Totschießen von Tieren. Ne? Das ist es ja nicht, ist ja so viel mehr. Ne? Und ich mache Vorträge bei Jagdgenossenschaften über den Naturschutz und mache Vorträge bei ehrenamtlichen Naturschützern über die Jagd. Ne? Also es fehlt einfach das Verständnis füreinander. Ja, ich verstehe mich da so ein bisschen so, weil ich es einfach auch nicht nachvollziehen kann. Genau dieser Punkt. Halt. Ja. Ist einfach super schade. Sag doch mal ein paar Beispiele bitte aus deiner beruflichen Praxis, wo das gut läuft. Beispiele, Positivbeispiele. Naja, in erster Linie haben wir ein größeres Projekt jetzt, wo wir halt eben ganz aktiv an der Rehkitzrettung beteiligt sind, dass alles unter unserem Verein läuft. Und wir sehen darin zum Beispiel eine große Chance, die verschiedenen Landnutzer oder Interessensvertreter, ne, Naturschutz, Tierschutz, Landwirtschaft, Jägerschaft, das sind alles meist konträre Ansichten und Meinungen, die Leute haben, zusammenzubringen und das Projekt zu betreiben. Ne? Das ist für unsere alltägliche Arbeit im aktiven Naturschutz auch eine super Chance einfach. Ne? Also Verständnis füreinander zu schaffen und die Vorurteile abzubauen. Durch diese Rehkitzrettung zum Beispiel, das ist ein Riesenthema für uns gerade. Mit dabei habe ich heute meine Savage 110. Spezielles Modell. Wie man erkennt an dem spiralförmigen Lauf, Mündungsbremse. Nicht erschrecken, ziemliches Gerät. Das ist Kaliber 6,5 PRC. Klingt nach nicht so viel. Ne? Der eine denkt vielleicht an die Creedmoor, ne? Präzises Kaliber, was in Mode gekommen ist jetzt in letzter Zeit. Die PRC ist aber eine ganze Nummer stärker. Also wie man hier auch schon sieht an der Hülse. So, das ist halt schon kleine, dicke Hülse mit viel Pulver. Relativ leichtes Geschoss, sehr lang, ne? Guten BC-Wert. Eigentlich das Kaliber für sehr weite Schüsse. Ich habe gehört, wir sitzen hier am Krater, im Krater. Da habe ich gesagt, da überlassen wir mal nichts dem Zufall. Da darf es ruhig ein bisschen rasanter sein. Das Geschoss hat 9,27 Gramm. Ist das Hornady ELDX.
ja, das ist das Schöne, ne? Das Außenballistik ist top und spricht auch im Ziel gut an, bleibt aber schön zusammen. Sowas mag ich prinzipiell. Dass die halt gut ansprechen, damit gut wirken, aber auch für Ausschuss sorgen. Das ist nicht ganz unwichtig. Für Rehwild ist es jetzt nicht unbedingt notwendig, aber man weiß nie. Also wenn es wirklich mal weit rausgehen soll, also ich, da rede ich über 150, 200 Meter, habe ich einfach gern Reserven. Ja, ansonsten, was gibt es der Waffe noch zu sagen? Na, ist ein Leupold-Glas drauf, ein variables, ist immer gut. Da kann man auf alle Situationen, Eventualitäten reagieren. Also wenn es sich hier, oh, hat der Florian noch 14-fach, gut, dass ich gucke. 14-fach ist natürlich für die Schneise ein bisschen zu, ja, funktioniert nicht. Ich mache ganz gerne auf 6-fach, aus dem einfachen Grund, wenn Wild plötzlich nah austritt, ne, kann man schnell ins Ziel gehen, findet das Stück viel, viel schneller, als wenn man eine zu große, hohe Vergrößerung wählt. Geht es doch mal weiter raus, also steht Rehwild jenseits der 100 Meter, 150 Meter, dann hat man in der Regel auch mehr als genug Zeit, das Glas hochzustellen. Also deswegen merken, lieber ein bisschen kleiner einstellen für den schnellen, präzisen Schuss auf kurze Entfernung. Und wie gesagt, wenn es doch mal weiter rausgeht, ich sehe dann immer ganz gern, wo ich anhalte und wo ich mit dem Absehen bin. Also ich liebe auch hohe Vergrößerung, dann kann man immer noch 8, 10, 12 oder gar 14-fach stellen. Wie reagieren denn, ich sag mal so eingefleischte Naturschützer, Kollegen, wenn die von deiner Doppelrolle erfahren, dass du auch Jäger bist? Wie reagieren die? Ja, das läuft mehr beiläufig. Ne? Die können das einfach nicht verstehen, weil sie es einfach nicht kennen. Ne? Und das ist eben das, woran ich arbeite, ne? Den Leuten das zu vermitteln, was das eigentlich bedeutet. Ne? Was ist eine Weitgerechtigkeit? Ne? Warum gibt es jagdliches Brauchtum? Ne? Und das ist mir persönlich auch einfach wichtig, das auch zu praktizieren. Ne? Und ich denke, dadurch verändert sich das schon. Ne? Die sprechen mich schon darauf an, weil sie es einfach nicht nachvollziehen können, wie das geht. Ne? Aber ich gehe da mal davon aus, auch dein jagdlicher Background hat dir ja auch geholfen jetzt oder in dem Job. Ne? Also hat dir auch nochmal andere Blinkwinkel verschafft wahrscheinlich. Ne? Ja, es ist zum Beispiel so, wir haben ja in der Ökostation eine Pflegestation für verletzte Wildtiere. Und ganz oft kommen halt Bürger mit irgendwelchen verletzten oder verwaisten Wildtieren zu uns. Und darunter sind natürlich auch jagdbare Arten. Und ich habe doch ein ganz anderes... Gockel gerade, ne? Ja, das Fasan, ja. Ganz anderes Verständnis dafür, wenn ich mit der unteren Jagdbehörde das dann abklären muss oder mit irgendeinem Jagdpächter, wenn ich den auch in der Weidmannssprache dann begegne, dann bin ich nicht der grüne Spinner, verstehst du? Und erreiche viel eher mein Ziel. Ja. Ich werde immer gefragt, welches Rehwildkaliber denn das beste sei. Wir fangen mal bei den rechtlichen Dingen an, denn der Gesetzgeber schreibt ja vor, dass bei Rehwild Munition auf E100, also die Energie auf 100 Meter, 1000 Joule betragen muss. Das schließt also schon mal Kaliber wie 22 Magnum oder auch die 22 Hornet oder 17 Hornet aus. Beginnen wir mit der 222, ist ja ein sehr beliebtes Kaliber, funktioniert auf Rehwild tadellos. Genauso ist es mit der 223. Mir sind die aber ein bisschen zu schwach, also an der unteren Grenze. Im Feldrevier kann es auch durchaus Sinn machen, die 5,6x50 Remington Magnum oder die 22-250, ein sehr, sehr starkes 22er Kaliber zu verwenden. Die hat eine gestreckte Flugbahn. Bei den Geschossen muss man ein bisschen gucken. Das ist für mich eigentlich noch wichtiger als die reine Kaliberbeschreibung. Bei Rehwild ist es auch wichtig, für Ausschuss zu sorgen. Damit fallen schon mal Matchgeschosse oder weiche Teilmantelgeschosse weg. Auch wenn die wirken, ist doch die Tötungswirkung nicht immer ideal. Deswegen lieber zu Verbundgeschossen greifen oder zu bleifreien wie die Barnes TSX, Barnes TDSX oder ähnliches. Noch sicherer ist man natürlich mit Schalenwildkalibern, also die auch auf Hochwild zugelassen sind, also ab 6,5 mm. Und E100 2000 Joule. Die 6,5 Creedmoor ist zum Beispiel so ein Kaliber, ist zurzeit sehr beliebt. Die 6,5 x 55 ist natürlich auch
ein absolut präzises Kaliber, was auf Rehwild mehr als ausreichend ist. Ja, 308 funktioniert natürlich ganz fantastisch. Auch da muss man aber gucken, welches Geschoss man benutzt. Der allgemeine Trend geht ja zu bleifrei. Da gibt es inzwischen wirklich jede Menge Laborierungen, die wunderbar funktionieren. Ja, jetzt ist immer die Frage, braucht man für Rehwild oder wie gut sind Kaliber wie 30.06 oder 30 Blaser oder 9,3 für Rehwild? Ja, sind für mich ein bisschen zu stark. Es funktioniert zwar alles, ich habe auch schon mit der 300 Win Mag Rehwild gejagt, dann allerdings wirklich mit sehr harten Geschossen. Das Wichtige ist, dass man einen großen Bogen um Teilzerleger macht oder sehr weiche Geschosse, weil die machen schon sehr, sehr viel Schaden und uns geht es ja darum, das Wild auch vernünftig zu verwerten. Und ein Reh ist einfach ein kleines Tier. Wir reden über Wildbrettgewichte von 10 bis 25 Kilo in Deutschland. Da braucht es nicht diese starken Geschosse. Wer sich keine extra Waffe für Rehwild kaufen möchte und hat halt nur eine 30.06, also da einfach gucken, hartes Geschoss, funktioniert wunderbar, man entwertet nicht so viel. Wichtiger ist es, sich einfach im Griff zu haben, sehr präzise schießen zu können. Da kann man auch über den Haltepunkt einiges regeln, ohne dass man dann beim Wildbrett irgendwie große Verluste hinnehmen muss. So eine Öko-Naturschutzstation. Von wem kriegt ihr Aufträge? Wie wird da Geld verdient? Was müsst ihr da machen? Wie läuft das? Lässt sich auch nicht ganz so leicht beantworten. Es ist natürlich so, dass wir Fördermittel beantragen, zum Beispiel in der Landschaftspflege, wo wir eben Flächen bewirtschaften, ähnlich wie ein Landwirt, ne? Grünland. Da gibt es halt eben vom Land Fördermittel, die wir dafür beantragen. Und letztendlich finanzieren wir uns dadurch, dass wir ähnlich wie ein Planungsbüro für bestimmte Bauherren Naturschutzfachplanungen erstellen, faunistische Erfassung machen, ne? Also höhere Pflanzen, Flora, Fauna generell und das eben in Gutachten dann zusammenfassen und ja, das eben für Auftraggeber für Geld machen. Ja. Und das auch, sagen wir mal, jetzt örtlich bedingt natürlich auch für den Bergbaubetreiber, oder? Genau, wir sind regional aktiv, also das sind Straßenbauvorhaben, ne? Mhm. Bundesautobahn 72 waren wir involviert oder eben im aktiven Bergbau wie hier, wo wir eben gebunden werden. Ne? Auch für Kommunen zum Beispiel, ne? Oder für den einfachen Bürger, der sich eine alte Scheune gekauft hat, ein Schreiben von der unteren Naturschutzbehörde kriegt, wo drin steht, eine fachlich geeignete Person muss dort auf gebäudebewohnte Tierarten schauen und das sind dann halt eben wir. Jetzt bin ich schlauer schon wieder. Ja, guck. Ich werde immer schlauer hier mit jedem Termin. Ja. Ist gut. Wenn man gerade keinen Anblick hat, hat man ja Zeit, ein bisschen über dies und das nachzudenken. Ich denke gerade über diesen Tagebau hier nach. Auf den ersten Blick wirkt er ja total lebensfeindlich. Wenn man sich aber darin eine Weile bewegt und ein bisschen mit offenen Augen rumläuft, ist es einfach nur unglaublich, was das für ein schönes Gelände ist. Ja. Auch das Karge kann ja schön sein. Hier fühlen sich ja jede Menge Arten wohl, die man andernorts schon nicht mehr findet. Finde ich faszinierend. Außenstehende, die dafür keinen Sinn haben, für die ist das natürlich einfach vielleicht ein Schandfleck in der Natur. Ich sehe aber, was aus so einem Fleckchen Erde werden kann. Na, man muss da gar nicht so weit weggehen, im Süden von Leipzig, das ist hier eine Viertelstunde von hier. Was aus so Tagebauen geworden ist, ehemalig tiefe, schwarze, hässliche Löcher, sind heute die Magneten für Menschen schlechthin geworden hier in der Region. Denn es sind einfach nur großartige Seen geworden, mit glasklarem Wasser, relativ nährstoffarm noch. Aber einem gigantischen Fischbestand, unzähligen Vogelarten, wo Leute ihren Hobbys nachgehen können. Schwimmen, segeln, Radfahren, tauchen, angeln. Ja, darüber muss man mal nachdenken.
wenn man auf so ein Loch guckt und glaubt, was macht der Mensch hier? Es gibt immer ein Danach und das kann schöner sein als das davor. Und für die Seen hier in Neuseeland trifft das definitiv zu. Oh, das Ding aus der Dunkelheit. Das sind ja die kleinen Lurche. Ja, du, ja, Lurch ist der, die Kröte. Kröten haben wir. Ja, was ist das? Kreuzkröte. Kreuzkröte. Kreuzkröten. Ja, genau. Wechselkröte welche haben wir auch gehört. Die Kreuzkröte ist die, die so abgehackt ruft und die Wechselkröte ruft viel melodischer. Aha. Deine Kreuzkröte. Ich mach das jetzt lieber nicht, nach. Nee. So, erzähl. Ach ich? Ich dachte, ihr erzählt es. Nein, du. Nicht? Nein, du. Bei mir ist schon erzählt. So, das war's. Ein Jährling verpinnt. Ah. Echt jetzt? Ja, ich möchte da nicht so drüber reden. Dann eine Ricke, die stand jetzt eine halbe Stunde im Busch. Und als ihr gekommen seid, ist da noch ein Hochgeschwindigkeitsreh durch die Büsche. Im Tiefflug, ja? Ja, ziemlich. Und ja. Bei euch? Ja, ja, reichlich. Ja. Wir haben was reichlich? Wie viel habt ihr denn dabei? Keins. Dabei haben wir nichts, ja. Nee, wir haben also wirklich viel gesehen. Ich denke mal insgesamt 12, 15 Stück oder so. War schwierig. Ernst? Ja, die sind überall alles aufgetaucht, dann waren sie wieder weg. Ein Fuchs haben wir gesehen, aber direkt bei uns an der Kante, wo wir saßen. Also die waren alle in der Kippe. Die waren alle in der Kippe, alle. Ja, okay. Ziemlich zentral, genau. Genau. Und bei uns an der Kante kam eins rechts raus, war beim Nachbar. Mhm. Hätte ich fast hingeleuchtet, aber er meinte, lass das lieber. Nein, nee, aber war echt super. Und wir haben halt genau den Blick auf, wie heißt diese Gerätschaft da mit dem Licht? Den Absetzer. Den Absetzer. Dieses riesige, der Dreck dahin. Genau, der hat dann Licht angemacht und so. Also war schon. Im Ernst? Ja, war ein schönes Kino. Ja. War echt richtig cool. War Disco, war auch ganz nett. Ja, genau. Die haben hier noch ein bisschen das Musik. Hat die Rehe aber nicht interessiert. Nee, nicht wirklich. Ja. Nee, ja. War ein Hammertag. Ja, war wirklich richtig cool. Das freut mich. War mega interessant. Vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Wie, nicht nur eine Zeitreise, es war wie. Ja. Kleiner Mondausflug. Ja, wirklich. Wir hätten nochmal die UJ-Flagge nochmal so. Das nächste Mal, wenn wir wiederkommen. Alles klar. Ja. Du, lieben Dank. War echt großes gerne. Kino. Wirklich gerne. Komm, ja, lass dich drücken, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Ja, wenn ihr so vertraut seid. Ja, dann will ich dich jetzt aber auch nochmal. Oh Gott, dann kriegen wir wieder Ärger, ne? Ja. Hier als altes Ehepaar. Ja, komm, dann pack den Püster weg. Kiste. Ja, wie immer. Genau. Wir bleiben in Kontakt. Kommt gut nach Hause. Danke. Und gutes Gelingen weiterhin in Sachen Naturschutz etc. Vielen Dank. Ganz großartig. Ja? Super. Danke dir. Ne? Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Na, meine kleine Kreuzkröte. Das war heute mal ein schöner Ausflug, oder? Na, meine kleine Wechselkröte. Naturschutz. Das war heute mal ein richtiges Projekt. Das war echt ein Projekt. Und vor, also schon auf der Hinfahrt, die Landschaft, dann diese Kippen, die Seen. Die Kippe, sag doch mal, das ist doch, unglaublich. Kann man es dir gar nicht vorstellen. Ja, ist wie wenn man da drin steht. Wie so ein Endzeitfilm, ne? Ja. Hier, Mad da hätte man Mad Max hätte man drehen können. Mad Schätze und Stanke. Ja, nee, haben wir viel Glück gehabt, dass wir da rein durften. Nicht nur gucken, sondern auch jagen. Ja, auch anfassen. Ja. Nee, dass uns der Martin da mitgenommen hat, wirklich ein Privileg, muss man sagen. Das, also ich war geflasht, du ja auch, muss man sagen. Und Martin... Wirklich ein ganz sympathischer Typ. Ja, und also, verbindet Jagd und Naturschutz auf eine super sympathische Art und Weise. Die Kombination ist halt schon echt top, ne? Muss man sagen. Ne? Nee, war wirklich extrem interessant, auch wieder viel gelernt. Ja. Hat echt mega Spaß gemacht. Auch wenn wir jetzt keinen weitmeinen Teil hatten, wir hatten reichlich Anblick. Ja, wir haben wirklich Rehwild gesehen ohne Ende, Hasen und, haben wir gesehen, alles Mögliche, ne? Und die Kröten, ne? Ja, und die Bilder, die haben sich schon richtig im Hirn eingebrannt. Auf der Festplatte. Ja, aber, müssen wir aber die erstmal resetten wieder irgendwann, ne? Mach mal.